Ein Verletzter vorgefunden. Zwei Patienten klagten überhaupt keine Beschwerden. Wir konnten sie nach ambulanter Augenscheinnahme nach Hause entlassen mit entsprechenden Informationen. Acht Patienten sind ins Krankenhaus eingewiesen worden mit leichteren Beschwerden im Sinne von Augenreizungen, einige wenige Übelkeit und Erbrechen. Schwerwiegende Atembeschwerden, die bei der Vergiftung auftreten können, waren bei keinem Patienten zu verzeichnen. Wir hatten 6 RTW im Einsatz, zusätzlich einen weiteren RTW zur Sicherungswahl. Gut, ich mach den Erikum. Heute hat man die da Hanna oder so, dann kennen Sie ja wieder. Sehen Sie die Funkgeräte? Nein. Die Kiste? Ja. Die kontaminiert sind, wenn er überhaupt noch Flüssigkeit da ist. Ich weiß nicht, ob der versagt ist, den mal die Fläche abstreie. Vor 38 Jahren. Zusammen, ja. Gut mit Besen zusammenputzen und in unser Überfass rein. Und danach machen wir dann daheim den Container innen auch noch mal sauber. Und dann müssen wir feststellen, was wir nachher noch machen. Vor 38 Jahren. Vor 38 Jahren. Jetzt machen wir.
alles, was verwendet ist, den Sie mal lassen. Da müssen wir nachschauen, das heißt, das A, thank you.
Für das englische Original von mir. Thank you.